Moin moin und herzlich willkommen zu diesem Spitzen des Aufstiegs-Key Stufe 7. Und dann sollen wir mal gucken, ob die Randoms hier das ganz gut knorkig mit mir gemeinsam hinbekommen. Nach einem kurzen Intro geht's los, also bleibt dran. Mögen die Spiele beginnen. Yes. Ich bin so gespannt jetzt. Mal gucken. Das ist ja 7er, dann haben wir jetzt schon mal ein bisschen was mehr wieder an Sheet-Kram dabei. Mal gucken, wie die sich denn da jetzt so schlagen. Wir wollten es zumindest schnell haben. Ich bin gespannt. Wir schauen einfach mal, wie schnell da so eine Gruppe dann auch weggemacht wird. Vielleicht Heiler der Links. Blub. Die ersten paar Momente in so einem Dungeon sind immer so ein bisschen, klappt das oder klappt das nicht? Wird das ganz gut oder wird das kritisch hier? Schauen wir mal, den Dicken nehmen wir mal mit dazu. Nehmen wir die dann auch nochmal mit. Wir müssen hier jetzt ein bisschen, oder ich muss halt ein bisschen hin und wieder mal moven wegen diesem ganzen. Achso, halt, shit. Ja, das hat sogar noch geklappt. Muss ich mal gucken, dass ich die auch behalte hier, ne? Besser ist das. Schauen wir mal. So, also langsam stirbt da jetzt ein bisschen was weg. Das ist gut, dann kann ich mal ein Stück zurückgehen hier. Und den haben wir jetzt auch. Perfekt. Gut. Ja, ich mag die Blutpfützen, mag ich gar nicht. Da muss man halt wirklich immer mal gucken, dass man mal ein kleines Stückchen zurückgehen kann. Oh, ne, hat noch Cooldown. Der Unterbrecher. Das ist doch jetzt. Ich habe jetzt ein bisschen länger mal wieder keinen Key mehr gespielt. Also. Okay. Passt aber. Ich bin da ein bisschen faul gewesen mit WoW-Spielen in den letzten Tagen. So. Wollen wir mal rausziehen hier. Dich auch nochmal rausziehen. Dann komm runter. Aber ich. Ja, shit. Oh, den unterbrochen. Scheiße. Ja, hat doch noch geklappt. Jetzt ist aber auch nicht mehr viel mit unterbrechen. Oh, passt. Lecko, lecko. Bin ich wieder fast der Letzte, der diesen Kack aktivieren kann. So, haben wir das auch. Ich habe heute mal, oder... Ich habe das Mikrofon mal umgesetzt. Also ich bin gespannt, wie das von der Qualität her ist. Aber ich glaube, das sollte ganz gut gehen. Pling hat das gesagt. So, jetzt haben wir auch wieder Soundeffekte dabei. Jetzt fetz. Oh, mal reinbügeln hier. Faust unterbrechen, besser ist das. Gucken, was er jetzt gleich mal als erstes mit abnibbelt. Die Doktrin kriege ich nicht. Oder doch, den haben wir noch gekriegt hier. Den müssen wir langsam jetzt mal was wegtöten, damit wir mal ein kleines Schießen zurückgehen können hier. Shop läuft. Läuft. Kommen jetzt alle drei gleichzeitig irgendwie. Ah, scheiße. Das ist ein bisschen doof, aber das passt noch. Ja, wunderbar. Alles tot, sehr schön. Gar nicht lange warten, ne? Wie das denn immer so ist. Boss auf der Bodenplatten. Ich hasse diesen Pissstrahl, Alter. Nehmen wir ein bisschen näher zusammen hier. Dann geht das ganz gut. Defensivkram. Und mal heilen hier, ne? Was mir. Ich mag das gar nicht. Also diesen Strahl finde ich so grenzbeschränkt hier. Aber das gehört dazu, ne? Muss ja auch mal hier ein bisschen Limbo tanzen, aber im Endboss. Beim Boss, Zwischenboss, irgendwas Boss. Typ. Ich fürchte, ich krieg gar nichts mehr. Woran hier? Jetzt macht er wieder den Scheiß da. Auf Kohani. Kohani läuft raus. Juhu, bleibt. Da kommen wir jetzt mal. Gas hier. Muss auch mal reingeflext werden, ne? In den Bruder. Spürt meinen Zorn. Direkt in die Fläche, ne? Also direkt auf ihn drauf da. Jetzt haben wir die beiden wieder hier. Ja, passt. Die gehen aber gut down hier. Machen wir mal da hin. Stehen wir auch schon direkt richtig gut hier. Das ist sehr gut. Oh, jetzt bin ich aber zu lahmarschig. Scheiße. Na mal, du brauchst kein Gift machen. Ja, eine ist da hinten schon wieder weggejumpt da.
Bruder, komm her. Wenn wir den einmal okay, rausziehen. Wir sind so kacke, Alter. Ja. Komm, 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 komm. Ja, sehr schön. Das ist ein bisschen ungünstig gerade. Hier so lange mit dem da zu verbringen. Okay, dann kann ich schon mal den nächsten wiederholen hier. Einfach nur, damit wir genug haben. Bonk. Ja, jetzt kommt schon. Ich hätte gerne die Flügel, ne? Als Transmog, das wäre irgendwie cool. Ja, schön verarscht, komm wieder zurück hier. Wollen wir noch hier weiterspielen, oder was? Ein bisschen, wenn man die gleichmäßig runter tötet, dann kriegt man das auch ganz gut hin, dass die eine Sekunde mit der Fläche dann noch ganz gut da abzupassen. Na, jetzt haben wir da wieder. Okay. Du kommst schon hinterher. Reiter einfach mal weiter, dann kommt er schon. Naja, jetzt geht er da raus, ist da rausgetan, jetzt ist er auch schon tot. Perfekt. Jetzt kommt diese Stun-Geschichte hier, das ist immer ein bisschen total doof. Fläche hinlegen, ja, perfekt, das ist gut. Dann haben wir die gleich alle hier. Den einen, ja, den habe ich jetzt auch, passt. Boah, das ist safe hier immer. Scheiße, scheiße, oh, verkackt. Ich habe es jetzt gar nicht richtig gesehen, auf wen ich da den Dings gepackt habe. Aber es ist auch egal, ich habe es überlebt. Da machen wir mal ein bisschen knapp jetzt hier. Ah, mal einen Dot wegmachen. So, und jetzt werden wir langsam hier in Richtung von dem anderen ziehen. Damit wir die dann auch nochmal wegkriegen hier. Zack. Zack, das ist gut. Dann können wir den gleich mitnehmen, weil Flächenschaden und so. Okay, dann hier ein Stückchen rausziehen. Und mach den einen jetzt kaputt. Das ist gut. Dann können wir den jetzt auch noch wegmachen hier. Ja, diese Blutpuddels, die heilen halt die Gegner und machen uns Schaden. Das ist ein bisschen ungünstig. Da mag man ungern drinnen stehen. So. Oh Mann, jetzt komm, das kann doch nicht sein, Alter. So, ich hasse diese dummen Engel. Bin ich der Letzte, der hier ankommt? Das ist immer eigentlich ungünstig. Das Gift hier bei denen, na kommst du wieder zurück. Das Gift mit denen ist halt auch immer ein bisschen, ja, man kann das unterbrechen. Ja. So, den hole ich mir mal wieder hier. Und hier braucht man auf jeden Fall klare Sicht jetzt. Das ist mit diesem ganzen Gelump von dem Dungeon gar nicht so einfach. So. Den habe ich da hinten noch. Manchmal, wenn einer so weit weghüpft und man den noch hat, dann ist das gar nicht so kritisch. Und gleich weiter reiten hier. Das wird witzig. Holen wir die mal so. Aber es ist auch ein kleines bisschen Mini-Verzögerung mit dabei, ne? Eine Faust, zwei. Ja, eine ist unterbrochen und die andere war nicht unterbrochen. Das wird jetzt witzig gleich. Machen wir nochmal ein bisschen hier mein Schild wieder. Krieg ich nicht. 3 Sekunden. Ja, hat der andere schon gemacht. Das sieht man hier immer sehr gut. Mal langsam zurückmoven hier. Oh ne, du stehst jetzt nicht in dieser Fläche, ne? Oh Gott. Das wär's noch gewesen, wenn der so in dieser Fläche drin gestanden hätte da. So, gehen wir mal weiter. Ich glaube, ich muss den Ton tatsächlich noch ein bisschen niedriger machen, weil es immer schon so auf dem roten Ding. So. Bin gespannt, wie gut, wie hart das klippt. Ich habe nämlich, wie gesagt, die Soundeinstellung anders. Weil das Mikrofon jetzt weiter weg ist. Und nicht mehr so vor meiner Nase hängt. Mal gucken. Okay. Er ist tot. Ein Stück zurück. Den guten Schmeißer, den spare ich mir jetzt gerade. Den bauen wir uns mal auf hier. Okay, passt perfekt. Ein weiter. Ich hoffe, der Hexer weiß nachher mit dem Portal hier. Aber jetzt hat es endlich mal als Zweiter geklappt. Läutern.
El Euterung. Das ist der Bauer in Mexiko. Der gute alte El Euterung. So. Nein, nix hier mit Doktrin. War ich nach oben laufen? Mein Plan war zuerst nach unten zu laufen hier, aber ne, kann man auch hochlaufen. Ich brauche unbedingt noch ein paar Punkte, damit ich mir mal den nächsten T-Teile mal umwandeln kann hier. Das wäre mal gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt einen Zweier-Bonus inzwischen schon. Deswegen ist, denke ich mal, auch je mehr Tee, desto besser. Sagte der Teetrinker. Haha, Gelächter. So, den holen wir uns jetzt hier. Das ist nicht zu weit entfernt. Double Inspire. Ja, das ist mutig. Jetzt wird's tödlich. Wir haben noch vor allen Dingen noch 20 Sekunden von dem anderen Scheiß und jetzt wird's tödlich. Jetzt wird's richtig, richtig tödlich hier, Alter. Das wird nichts. Das wird nichts. Bad idea. Scheiße, falsch benutzt. Du musst ja langsam was wegtöten hier. Das ist das, was ich sage. Warum snipern die denn jetzt nicht irgendwie einzelne da raus? Die schon wenig Leben haben. Der da hinten hat auch fast gar kein Leben mehr, Alter. Ja, jetzt bin ich tot. Noch nicht. Shit, Alter. Fuck. Oh Mann, ich würde jetzt fast auf dem Dings hauen. Scheiße. Ja, noch renn doch nicht weg, Alter, Mann. Und das kann ich nicht verstehen, warum man das nicht blickt, ey. Wenn die sowieso nur ganz wenig Dings noch haben. Weil das ist chaotisch, blöd und idiotisch. Weil jetzt sterbe ich nämlich auch wieder wahrscheinlich. Ich bin auch noch, hab doch einen Seelenstein gekriegt hier. Einzelne Gegner raussnipern und hoffen, dass da mal ein bisschen was dann am Ende überbleibt. So, dich habe ich. Den einzelnen, das geht mir echt nicht in den Schädel, ne? Warum macht man das nicht? Ich möchte da mal irgendwie eine vernünftige, ich bin tot, nein, ich bin nicht tot. Eine vernünftige Erklärung haben, warum man das nicht macht, die Gegner raussnipern, gerade in so einer Woche. Das war jetzt eine Trippelgruppe. Okay, ja, der hat die Fläche gesetzt, das ist gut. Der Heiler ist auch im Moment gar nicht da. Ich kann nicht unterbrechen, scheiße. Jetzt habe ich auch noch mein blödes Gaulpferd benutzt da gerade. Bleib. Das mag ich ja auch gerne, ne? Ansagen in der Gruppe so nach dem Motto, ja, lass uns mal die beiden Gruppen nehmen und dann... Action. So. Still alive. Und den ganzen Gang geklärt. Moin. Okay. Ja, immerhin, der ganze Gang ist weg, also. Funst. Jetzt muss ich ja erstmal kurz mal durchatmen hier. Heiliger Bimbam. Rune benutzen. Warten wir mal, bis der Rest vom Schützenfest wieder da ist. Dann habe ich nämlich zumindest auch meine Cooldowns. Jetzt habe ich mein Ding gekriegt hier. Vom Priester. Hat mir den Seelenstein gegeben. Das war ein bisschen ärgerlich, ne? Den Tod, das war knapp. Also das hätte auch ohne Tod gehen können. Aber dass da keine Leute rausgesnipert werden... Wie gesagt, ne, das check ich einfach nicht. Das wäre doch gerade, wenn ich sie denn so schon kite, ne? Also das ist, meine lieben Zuschauer, bitte snipert Gegner raus. Es ist ja keine Woche, wo die Gegner dann verstärkt werden, wenn da wer gesnipert wird. So, wo alle gleichzeitig sterben müssen. Das ist ja gut, das wäre hier schon auch mit ideal, aber...
Innere Zwietracht? Ja, komm raus hier. Ja. Oh. Halt die Schwierigkeit ist jetzt zu gucken, dass das nicht chaotisch wird. Das war klug vom Hexer. Kann man auch nochmal wieder auffrischen, da das Ganze. Na komm, hau den um. Aber DPS-technisch ist er auch eher. Na, au. Priester. Ja, das ist gut. Dann ist mit Heldentum. Ja, da kann man schon mal jetzt hier wuschelig werden dabei. So. Deine Schnelligkeit kannst du dir in deinen Frontalkont stecken. Na, komm her jetzt hier. Blöde Ding. Aber die, ja gut, sie sterben natürlich auch diese Woche schnell. Ich hab's ein Schnelligkeit. So. So, komm, das kriegen wir noch vor der Phase. Go, go, go. Ah, geht doch. Da-da-da. Ist natürlich auch nicht doof mit dem Seelenstein. So, den schlimmsten Part, der liegt jetzt noch vor uns. Den haben wir gleich geschafft. Wahaha. Gibt aber tatsächlich, ich muss das wirklich noch mal ein bisschen einstellen. Hören wir das mal in der Aufnahme an, mal gucken. Ich glaube, der Hall ist auch ein bisschen weiter raus. Ein bisschen zumindest. Aber den werde ich erst los, sobald meine Möbel hier sind. Auf dem Containerschiff. Über den Atlantik. Durch den Atlantik wäre ein bisschen blöd an der Stelle. So. Bermuda-Dreieck ist auch nicht so weit weg hier. So. Ach komm, hör auf mit deinem Speer schmeißen. Du Ausgeburt! Geburt. G-Bird. Amerikanisch ausgesprochen, voll blöd. G-Bird. So, ich werde jetzt eine Rede halten, bei der ich das Air auf übelste Art und Weise rollen werde in diesem Mythic Dungeon. Im Raid kommt das etwas besser. So, Hexenmeister, weiter deines Amtes, möge dein Portal uns sicher geleiten, von nach bis und zu. Jetzt hat der Hexenmeister ein Disconnect und weiß nicht, wo er lang gehen soll. Und jetzt sind die gleich ungeduldig und pullen die Gruppe da. Das ist meine Lieblingsgruppe hier oben. Da komme ich aber nicht hoch. Das habe ich noch nie geschafft. Achso. Ahahaha, der hat einen Cage gemacht. Ja, moin. Der Cage. Scheiße, bin ich blind. Schon. Komm noch da raus, Junge. So, geht doch. Oh, hallo, Boss. So. Euer Widerstand muss bestraft werden. Achso, wir brauchen noch Prozent, ne? Ja, ist egal. Kann man gleich machen. Das machen wir gleich. Das war doof von der Gruppe. Kann man doch alles schön zusammen hinpacken. In der Minimiste, der Boss liegt gleich auf der Fresse. Das ist. Oder in der Kiste. Ach komm schon. Klingelingeling. Das wäre voll die geile Actionfigur, wenn man sich das mal so überlegt. So für Kinder oder so. Mit seiner Powerfaust. Slam on me. Oh, oh nee, Alter. Echt? Das war ungünstig. Scheiße.
Habe ich ihn auf jeden Fall wieder. Fuck, Alter. Ich den noch? Den kriege ich noch. Oh. Also hat nicht geklappt. Test war es wert, die Fiole zu benutzen. Ja, das ist ein bisschen, ist nicht so sauber gespielt gewesen. Kann man besser machen. Chapeau. So, ja genau. Euch das mal nehmen wir mal. Euch alle nehmen wir mal. Haben wir es gleich auf jeden Fall schon mal geschafft. Ah, shit, jetzt habe ich sie gar nicht alle. Ich, Bruder, da hinten nehme ich auch. Also ich habe bessere Runs schon gespielt, muss ich auch ehrlich gestehen. Doch, da habe ich schon bessere gespielt. Definitiv. Ich bin nicht der Einzige mit der Vigaura, das ist gut. Der Demon Hunter hat die auch. 3 Minuten noch, das wird aber nur ein Silver Key. Ich bin gespannt, dass, ob die Aufnahme geklappt hat. Also ihr werdet es ja sehen, wenn es abgeloadet ist, aber... eine Mähne Mäste. Den ersten holen wir runter. Aus der Höhe der Luft. Und wir prügeln ins Gesicht. Die mag ich gar nicht hier mit ihren scheiß Connect-verbundenen Dingern da. Die haben dasselbe WLAN, haben die. Die Typen, Dinger, Viecher. Bobbys. Die Vlan-Bobbys. Das russische WLAN. Vlan. Okay, der war jetzt zugegebenermaßen wirklich dumm und flach. So. Frontal on me. Frontal on me. Fläche hier oben, ne? Oh, einmal muss erwischt werden hier. Plus 9% Damage, das ist ungünstig. Na komm, hau den doch jetzt um. Wollten eigentlich nicht so lange hier spielen, ne? So, komm runter. Der erste Siebener, ne? Ja, ist der erste Siebener. Dann muss man mal alle mal auf 7 pushen hier. So langsam. Aus der Fläche hier. Eigentlich wäre das so das nächste Ziel, ne? Aber es sind noch einige dabei, die ich noch gar nicht gespielt habe. Fläche. Komm her. Limlim. Demon Hunter geheilt. Jupp, passt. Boss Time. Ah, jetzt wird's spannend. So. Na, ja, passt. Oh, man, halt, Trank nehmen hier. 2 Minuten haben wir noch für Hidden Tomb. Darf man eigentlich gar nicht sagen auf der Hordenseite, ne? Blutrausch natürlich. Blutrausch. Schnell rein, ganz wichtig, rein hier, sonst tot. Okay, und dann gehen wir mal mit weg. Ah, Phase 2, okay. Heilen wir uns mal selber. Man kann da noch Damage drauf machen. Hat jetzt aber nicht mehr ganz so geklappt. Einmal. Und nochmal der letzte hier. Einer ist da noch, ne? Einer ist da noch, ne? Komm, bring her hier. Ja, schön mit Seelengestalt. Sehr nice. So, es moved. Es schmeißt. So, komm wieder zurück. Das ist ein bisschen doof, wenn die Bosse leichter zu bekämpfen sind in der Woche,
die macht das gleich trotzdem nochmal, weil das prozentual getriggert wird. Also da kann man jetzt auch... Weg da. Nehmen wir schon mal in die richtige Richtung moven hier. Ich bin gespannt, wie viel Fail Damage ich gekriegt habe. In diesem Dungeon jetzt. Schnell da rein. Und ob es Beute gibt, ne? Das ist ja, da ist es wieder. Ich mag dich auch total gerne. Kannst du das jetzt mal machen da? Danke. Eins. Und mal ein bisschen gleich mal gucken, wann sie sich moved. Jetzt hat sie sich gemoved. Warte ich noch einmal und dann moved sie wieder und jetzt schmeiß ich das Ding. Ups. Jetzt ist die Geschichte, ne? Das ist jetzt vorbei mit ihr. Das ist wirklich wenig Damage dieses Mal. I'm not amused. Na komm, hau um. Fertig. Da. Plus 2, wie gesagt. Plus 2 ist okay. Mit königlichem Erlass und dem Dings. Oh ja, geil. Adaptives Rüstungsfragment, aber. Heute ist es eine Brustplatte, ne? Oh ja, cool. Crit Mastery ist egal, die ist besser als das, was ich vorne hatte. Sehr nice. Zack. Need back. Oh, back habe ich schon. Zeigen Damage mäßig, ja. Das war. Naja, das war nicht so gut. Das Fenster geht auch nicht mehr weg, ne? Despawning. Thanks for the key. Thanks for the key. GGWP. Ja, cool. Geschafft ist geschafft. Da flackert das aber noch ein bisschen hier. Neue Brustplatte gekriegt. Nice. Die können wir aber gleich mal verzaubern und so. Handschuhe müssen eigentlich auch noch. Passt. 7er fertig. Wir sehen uns im nächsten Montags-Dungeon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren. Coole Sache, draufdrücken, Glocke aktivieren. Dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.